Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde Yassas und auch Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Rome 2 mit mir, dem Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Athen. Und ich glaube, wir stellen uns hier mal eine. Oh, Perikles der Jüngere, da haben wir ihn schon, ne? Hera, Ares. Ne, dann nehmen wir doch. Sollen wir unseren Sohnemann hier hinstellen? Das ist ein bisschen arg gefährlich, ne? Wir stellen die mal hier eine Armee hin. Komm, hier, da. Zack, damit wir hier was haben. Direkt keine Söldner. Okay. Halt, Moment mal. Warum ist der... Was? Da. Hier hin. Was machst denn du da für einen Quatsch? Na also. Also, die Agrianer auf jeden Fall. Die nehmen wir schon mal mit. Und da nehmen wir... Grundmoral 51. Da sind mir die tatsächlich noch lieber. 4. So, rekrutieren wir hier mal ein paar Einheiten. So, ich habe jetzt auch einen Kommandanten, der hier ersatzweise übernehmen kann. Nimmst du bitte 3 Kavallerieeinheiten mit dazu. Können wir hier schon ein bisschen verteidigen. Unsere Flotte können wir nächste oder übernächste Runde abziehen. Und dann haben wir hier schon mal eine halbwegs beachtliche Streitmacht stehen, mit der wir gleich dann hier Richtung Xanthos oder Kybyra weiterlaufen können. Wobei Kybyra... Das ist so ein bisschen die Frage, was wir da machen. So, du bleibst also noch hier eine Runde, ja? Du bleibst da eine Runde. Und du läufst weiter nach Sestos. Ja, ich würde sagen, dann lass uns doch in Ephesus weiter aushelfen. Ja, wir können eigentlich schon hier in den Einflussbereich der Stadt, ne? Ich glaube, das ist gar nicht mal so doof. Ja, wir müssen gucken, dass wir ein bisschen Zeit gut machen. Hier hin, bitte. Ja, weiter geht's. Okay. Wir haben kein Geld mehr, wir gucken in die nächste Runde rein. Die Perser sind ja seit einiger Zeit mit uns im Krieg, es läuft aber gut für uns, glaube ich. So langsam können wir uns auch in Stellung bringen. Perser haben aber sehr viele Armeen, müssen wir also vorsichtig sein. Vor allen Dingen, weil sie sich nicht so leicht stellen lassen werden. Pergamon wird sehr stark befestigt. Eine große Flotte der Perser. Und wir werden nochmal den Wettkämpfer unterstützen. Wir haben jetzt die ionische Ordnung erforscht. Rhodos hat den Persern jetzt auch den Krieg erklärt. Super. Das ist gut. Ermutigte Bevölkerung. Sehr schön. Handelnde Abenteurer. Charaktereigenschaften und Statera haben wir entdeckt. Was für. Achso, das sind persische Agenten. Ja, die werden da aber nicht so lange bleiben, glaube ich. Ja, das müssen wir jetzt mal gerade gucken. Du kommst ja nicht bis dahin. Ja, leg dich mal auf die Lauer. Wir sabotieren ihn. Ich habe mich darum gekümmert. Du könntest mal tatsächlich nach Kolossai und da schauen, was da los ist. Ja, und das ist eine Landstreitmacht, glaube ich.
die sich jetzt hier gerade befindet. Können wir den einmal sabotieren? Schade. Das hat nicht geklappt. Also wirklicher Kreis ist es hier ja nicht, ne? Eigentlich kann er da doch nicht vorbei, oder? Genau. Ja, dann sperren wir ihm hier mal den Weg ab. Ja. Genau. Dann muss er hier durch. Und Axiokos überquert mal den Hellespont. Okay, wir tauschen Plätze. Er kommt hier hin und die Flotte nehmen wir gleich wieder raus. Dann greift er Knidos an. Legt euch ins Zeug, Männer! Ja, mach mal diesen hier. Eure Befehle. Wir gehen mal nur an die Stadt ran. Da oben können wir noch nicht landen. Aber wir machen nur noch 3000. Die Perser fehlen halt, ne? Als Handelspartner und so. Und wir haben Winter, da machen wir ohnehin nicht so viel Kohle. Aber wir forschen mal die Ziviltechnologie weiter, da kriegen wir ja die Forschungsboni, ne? Es ist tatsächlich aber wirklich so ein bisschen problematisch, dass, ja, dass wir hier nicht so gut landen können und dass wir sehr lange brauchen, um die Perser entweder zu erreichen oder überhaupt, ja, also um überhaupt mal die Armeen zu stellen. Das ist gar nicht so, das ist gar nicht so gut. Der verstärkt da jetzt und der wird versuchen, die Flotte anzugreifen. Jawohl. Ziehen wir uns aber easy peasy zurück. Unsere Reise ist beendet. Ja. Kein Problem. Ja, dann binden wir seine Kräfte dort und dann passt das für uns eigentlich. Der Hinterhalt ist gescheitert. Oha. Wir müssen hier sogar kämpfen. Was sind das für Einheiten? Baktrische Kavallerie. Trotz leichter Rüstung sind diese Reiter in Sachen Geschwindigkeit und Effizienz unübertroffen. Ein Haufen Peltasten und dann phrygische Speermänner. So eine normale Nahkampfinfanterie. Unsterbliche Speerkämpfer. Wollen wir versuchen... den Chef zu attentäten. Okay, der ist jetzt weg. Ist
greifen wir doch mal an. Schauen wir mal, wie fürchterlich die baktrische Kavallerie für uns im Nahkampf wird. Ich sage ja. Das ist einfach super viel Kavallerie, ne? 6 Kavallerieeinheiten für die KI ist immer mega gefährlich und dann noch die ganzen Peltasten. Ach du meine Güte. Medische Speerkämpfer ist jetzt seine Kommandanteneinheit. Okay, ja. Also dann schlage ich vor, wir machen das ganz klassisch. Ja. Mal eine Phalanx. Ja, aber das ist alles irgendwie keine gute Aufstellung, ne? Wir können auch nicht gescheit schießen auf ihn, ne? Das ist doch echt albern. Also dann machen wir es so, komm. Dann machen wir den Klassiker. Du willst mich echt veräppeln, ne? Ich kann die nicht so aufstellen, dass die direkt schießen können. Wollte ich doch gerade sagen. So, dann machen wir das so. Jeweils einen nach außen. Jeweils einen nach innen. Und so. Und so. So, die beweglichen Truppen ziehen wir dahin. Lauf du mal hinter der Front da lang. Auf der Flanke bitte. Eure Befehle? Zu Befehl! Bereit zum Einsatz! Schnell! Befehle? Vorrücken! Schnell! Eure Befehle? Agrianische Axtkämpfer! Kavallerie! Kavallerie! Vorrücken! Ich erwarte eure Befehle! Doppelte Geschwindigkeit! Doppelte Geschwindigkeit! Agrianische Axtkämpfer! Agriana! Befehl verstanden! Bürgerwehr! Schnelle Reiter zu euren Diensten! Nahkampfkavallerie! Agrianische Axtkämpfer! Nahkampfkavallerie! Zu euren Diensten! Befehle! Befehle! Eingreifen! Agrianische Axtkämpfer! Schnell vorrücken! Bürgerwehr! Befehle? Na, wir bleiben so stehen. Doppelte Geschwindigkeit zum Einsatz! Leitende Kavallerie! Ich erwarte eure Befehle! Schnell! Leichte Kavallerie! Na guck mal, der ist ja mit seiner Kavallerie noch da reingelaufen. Krass. Bereit zum Einsatz! Zu Befehl! Eure Befehle! Nahkampfkavallerie! Obliegen! Zu Befehl! Bürgerwehr! Zu Befehl! Bereit! Befehle? Zu Befehl! Wie ihr Befehl! Kommandant! Verstanden! Verstanden! Mal ein bisschen defensiver hier aufstellen. Wie ihr Befehl! Wie ihr Befehl! Kommandant! Befehl! Schnell einmal die Kavallerie versuchen zu erwischen. Zu Befehl! Adriana! Auf
Bogenschützen! Schnelles Marschieren! Zu Befehl! Ja, bereit zum Einsatz! Adrianische Arztkämpfer! Adrianer! Schnelle Nahkampfkavallerie! Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit! Greif rück vor! Bogenschützen! Geschosse warten auf Ziele! Okay, cool. Ich erwarte eure Befehle. Adrianische Arztkämpfer! Zu eurem Dienst! Zu Befehl! Aber der war im Hinterhalt, ne? Haben wir den. Der war im Gewaltmarsch. Das heißt also, er kann es eigentlich nicht überlebt haben, ne? Wir gucken trotzdem mal. Wollten irgendwie in den Boden schießen. Ah, schade, die sind noch abgehauen. Okay. Ist nicht so viel übrig geblieben. Die Speerkämpfer waren ziemlich gut tatsächlich, aber gut, die Bürgerwehr von uns ist halt auch einfach schlecht, ne? Persische Sklaven. In Bewegung. Bereit zum Kampf. Zerstört sie. Cool, noch eine Militärtradition, was nehmen wir? Zahl der Kriegsgefangenen, erfolgreiche Chance auf Hinterhalt, Verteidigung, Moral bei allen Defensivkämpfen, Der Kriegsgefangene ist ja gut, ne, eigentlich. Nehmen wir das doch mal. Okay. Ja, da ist auch schon wieder die nächste Armee in Kolossai. Wie kann ich euch dienen? Kommandant! Arsch! Wie hast du mich gerade genannt? Nein, Spaß. Okay. Kann ich euch behilflich sein? Niemand wird meine Antwort. Sehr schön. So, ich müsste den da jetzt angreifen können, ne? Automatisch bei 89%, das wäre ganz gut. Wir sind bei 18 Minuten. Ja. Der Part wird dann ungefähr. Ja. 9. Ah, ja, warte mal kurz. Wie viele Schiffe verlieren wir? Ein oder zwei wahrscheinlich, ne? Wenn wir es händig machen, ne? Also er hat halt so viele Bogenschützen auf den Schiffen, ne? Oh, okay. Dann hätte ich es doch lieber selbst gemacht. Naja, jetzt ist es halt so. Okay. Ja, dann warten wir hier noch eine Runde. Mhm.
weitere Befehle. Ja, der wird uns jetzt, glaube ich, nicht gefährlich, ne? Okay, schön. Du kommst her und fährst hier rüber. Und du... garnisonierst bitte hier den Hafen. Mach noch ein paar Hopliten da rein. Ja. Beeilt euch, Männer! Hinterhalt wird vorbereitet. Mach hier den Hinterhalt und wir gucken mal, was hier klappt, ne? Wir hungern nach einer Flotte, meldet sich! Ja, dann würde ich vorschlagen, wir versuchen seine Flotte hier zu binden oder seine Truppen. Legt euch ins Zeug, Männer! Eure Befehle, die Flotte meldet sich. Ich erwarte eure Befehle. So, dann gucken wir noch einmal in die nächste Runde. Und dann werde ich diesen Teil beenden und wir machen mit den historischen Hintergründen weiter. Wir sehen wenig Wert in weiterem Blutvergießen. Ja, ich allerdings schon. Ihr habt mit Ehre gekämpft. Doch nun ist es an der Zeit, tiefe Wunden zu stillen. Ja, aber guck dir das an. Der hat doch keine Chance. Hoffe, Hinterhalt gescheitert? Ist einfach nicht weitergelaufen, ne? Unsere versteckte Armee wurde entdeckt. Oh nein. Held der Armee, Egiales. Was war das hier? Ein Markt in Andros. Ja, ja. Okay. Artanes zieht sich zurück. Gut, dann machen wir hier einen Cut und sehen uns im nächsten Teil wieder. Wir sind wieder zurück mit historischen Hintergründen und heute reden wir über einen Aspekt, den ich im letzten Teil nicht mehr anschneiden konnte, nämlich die Bedeutung der Perser in dem ganzen Konzert, um das es hier geht. Die Bedeutung der Perser wird heute etwas kontroverser bewertet, als es noch früher der Fall war. Man ging früher davon aus, dass der Vertrag, den die Spartaner mit den Persern schließen, dass der gewissermaßen unaufhaltsam die Dominanz Spartas ins Werk setzte. Wobei, wie gesagt, die Bewertung da heute eben anders ausfällt. Ich knüpfe aber gerade mal an den letzten Teil nochmal explizit an, denn was ich im letzten Teil verschwiegen hatte, war, dass Alkibiades nicht direkt aus Sparta nach Athen kommt, sondern er kommt eigentlich aus Persien nach Athen. Er bewegt sich von Sparta aus
zu dem Satrapen Tissaphernes, heißt er, glaube ich. Ich muss den Namen gleich nochmal nachgucken. Tissaphernes heißt er, genau, Tissaphernes. Das ist ein persischer Satrap, der dort residiert. Und er handelt mit Tissaphernes gewissermaßen aus, dass Persien ein Interesse daran haben sollte, dass keine der beiden griechischen Hegemonialmächte, also Athen oder Sparta, letztendlich die Oberhand gewinnt. Damit die Situation so bleibt, man denke an diese große Kraftanstrengung, die Athener ja wieder in diesen weiteren Flottenbau investieren, wollen die Perser die Spartaner mit zusätzlichen finanziellen Mitteln ausstatten. Aber, und das ist eben hier ein ganz entscheidender Punkt, das ist noch nicht der unaufhaltsame Niedergang Athens und der unaufhaltsame Aufstieg Spartas. Die Perspektive wäre verzerrt, sondern die Perser sind am Anfang sehr vorsichtig mit den Zahlungen. Die vertrauen den Spartanern gar nicht so richtig. Die Zahlungen kommen auch gar nicht so regelmäßig, wie man die ursprünglich ankündigt. Man will das erstmal so ein bisschen begutachten. Und andererseits ist es auch für die Spartaner gar nicht so lukrativ, sich sofort auf den Rücken zu werfen und für die Perser das Schoßhühnchen zu spielen und sich den Bauch kraulen zu lassen. Denn Sparta tritt hier auf mit dem Anspruch, die Freiheit und Autonomie der griechischen Poleis, die unter der Knechtung Athens gelitten hätten, wiederherzustellen. Und das würde einfach nicht so gut dazu passen, wenn man sich sofort mit den Persern gemein macht. Das heißt also, diese ersten Abkommen, die zur Finanzierung der spartanischen Kriegsflotte mit den Persern getroffen werden, die sind noch vorsichtig. Das ist noch kein regelrechter Hebel, der da umgelegt wird. Ja? Also so hat man sich das noch nicht vorzustellen. Und was der Alkibiades gerade auch den einflussreichen Aristokraten in Athen erzählt, ist ja, dass man mittels eines Regimewechsels in Athen vielleicht auch eine Unterstützung der persischen Satrapen erwirken könnte. Und auch das mobilisiert natürlich die einflussreichen Zirkel, die quasi natürlich nur in Athen selbst revoltieren können. Aber es mobilisiert diese einflussreichen politischen Zirkel, sich gegen den eigenen Demos zu richten und danach tatsächlich hier für diesen Rat der 400 Partei zu ergreifen. Das ist ja das, was nachher tatsächlich umgesetzt wird. Man merkt hier auch wieder eine sehr interessante Verquickung von Innenpolitik und Außenpolitik, nämlich dass man versucht, durch einen innenpolitischen Kurswechsel, einen sehr gravierenden innenpolitischen Kurswechsel, eine außenpolitische Wende zu erzielen. Es ist ganz interessant, also ich bin ja auch Politikwissenschaftler und ich denke ja immer so ein bisschen an die politische Theorie der internationalen Beziehungen. Gut, das bezieht sich ja insbesondere eben auf moderne Staaten und Staateninteraktion, aber es gibt da ja diese Theorie des Realismus, die besagt, dass die Innenpolitik für die Außenpolitik gewissermaßen kaum eine Bedeutung spielt, will heißen, also ob jetzt Alkibiades das Sagen in Athen hat oder Perikles, das ist letzten Endes nicht erheblich. Der Staat wird sich so verhalten, dass er nach einer maximalen Sicherheit eben strebt. Und ich glaube, man kann hier ganz gut sehen, dass diese Erklärungsmuster vielleicht tatsächlich einem prinzipiellen Interesse an, jetzt bezogen auf die Antike, an einem prinzipiellen Interesse antiker Polis irgendwo gerecht werden. Aber der Mikrokosmos des griechischen oder des antiken Hellas, der zeigt, dass da noch viele andere Faktoren eben eine entscheidende Rolle haben, wie sich die außenpolitischen Bestrebungen in den jeweiligen Polis eben fortsetzen. Und da ist tatsächlich auch eben der Wechsel von Herrschern oder einflussreichen Politikern, wie man es ja gerade bei Athen gesehen hat, eben ausschlaggebend. Man denke also nur an die Kriegsparteibefürworter unter Kleon,
Man denke an den Defensivkurs unter Perikles, man denke an den Ausgleichskurs unter Nikias und an den sehr offensiven, taktierenden Kurs von Alkibiades. Man denke an die spektakulären Überraschungsmanöver, die Demosthenes versucht ins Werk zu setzen. Also das sind alles sehr, ich würde schon sagen, wenn man Thukydides jetzt noch unterstellt, dass er das versucht hat, zutreffend alles wiederzugeben und nicht zu stark übersimplifiziert hat, merkt man, dass es doch sehr schnell mit politischen Zirkeln verbunden ist. Und das ist halt eben Innenpolitik. Will jetzt nicht heißen, dass der Realismus bzw. der Neorealismus, dass es Quatsch ist. Das will ich nicht sagen. Ich möchte nur hier, ich glaube, man hat hier ein ganz gutes Beispiel, um das mal an so einem antiken Fall so durchzuexerzieren und dann zu gucken, wo liegen so die Grenzen der Erklärungswerte dieser Theorie. Und falls ihr jetzt meint, Athen ist nach diesen ganzen Querelen, Vorbeischrammen an einem Bürgerkrieg und so weiter, Aufstände der Matrosen und so, schon am Ende und eigentlich auf Gedeih und Verderb den Spartanern ausgeliefert und die Oligarchen in Athen wollten ja Athen sogar Sparta preisgeben, dann habt ihr euch geschnitten. Also das ist unglaublich. Es gehört zu diesen paradoxen Situationen des Krieges und ich glaube auch, das ist ein Grund, warum Thukydides sich so intensiv mit diesem Krieg beschäftigt hat. Wobei wir jetzt sagen müssen, Achtung, ne, ab jetzt ist Xenophon die wichtigste Quelle, ne, weil Thukydides hat ja nicht die ganze Zeit des Krieges über geschrieben, sondern er ist zwischendrin ja wahrscheinlich gestorben oder die Werke sind zumindest nicht überliefert. Aber jetzt wird Xenophon die wichtigste Quelle. Aber Thukydides hat diese paradoxe Situation der Athener erkannt, dass sie nämlich 411, 410 einen spektakulären Wiederaufstieg geschafft haben. Und auch das ist seiner Auffassung nach nur durch diese Dynamis, also diesen unvergleichbaren Ehrgeiz und diesen Antrieb, diese Energie, Euphorie und Begeisterung offenbar zu erklären. Also für ihn spielt da auch diese emotionale Komponente eben eine ganz starke Rolle. Der Krieg sollte ja noch 7 Jahre dauern, das darf man auch nicht vergessen. Also 411 ist der Krieg ja noch weit davon entfernt, zu Ende zu sein. 7 Jahre geht er noch weiter. Darin noch mit erheblichen Erfolgen für die Athener, zum Beispiel eben bei der Schlacht von Kyzikos. Kyzikos liegt hier. Hier gehört es den Persern, aber Kyzikos war ein Operationsgebiet der Spartaner, die dort ihre Flotte versammelt hatten. Und unter ihrem Nauarchen Mindaros hier, ich würde mal sagen, Trainings ableisteten. Mindaros hat die Flotte exerzieren lassen, was ja auch durchaus Sinn ergibt, denn die Flotte war nicht Spartas Aushängeschild. Was allerdings Alkibiades gelungen war im Vorfeld, er konnte die athenischen Flotten miteinander verbinden und aus Prokonessos kommend, Prokonessos hatten wir da auch noch irgendwo, oder habe ich mich vertan und ich finde es jetzt hier nicht. Ich suche es jetzt nicht, ja, aber aus Prokonessos kommend fährt er Richtung Kyzikos und kommt genau in dem Moment dort an, als Mindaros ein Rudermanöver mit einem Großteil der Flotte gerade abhält. Und vollkommen überrascht erscheint also die athenische Gesamtflotte und schlägt natürlich aufgrund numerischer Überlegenheit auch die spartanische Flotte vernichtend. Der Untergeneral von Mindaros meldet sehr knapp zurück: Die Hölzer, womit er die Schiffe meint, sind dahin, Mindaros tot, die Männer hungern, wir wissen nicht, was zu tun ist. Überliefert bei Xenophon. Mindaros blieb nichts anderes übrig, als die Flotte den Athenern preiszugeben. Die Mannschaft war erschöpft, überrascht. Es war keine Möglichkeit, hier eine geordnete Stellung irgendwie aufzubauen. Und dieser Sieg bei Kyzikos löste in Athen derart große Begeisterung aus,
dass man das nächste Friedensangebot der Spartaner tatsächlich, ihr ahnt es schon, ablehnte. Jetzt war man motiviert, die Herrschaft in der Ägäis wiederherzustellen, an der ionischen Küste wiederherzustellen und ein neues Flottenkontingent aufzustellen mit einer neuen großen Hoplitentruppe, die dann unter Thrasylos nach Ionien geschickt wurde. Die Kriegsfinanzierung ist nach wie vor immer noch ein großes Problem. Man versucht, die wenigen Verbünden, die man noch hat, abzupressen, indem zusätzliche Abgaben erhoben werden. Hier zum Beispiel bei Byzantion, da errichten die Athener einen Brückenkopf, um Zölle abzugreifen. 10% des Warenwertes sollen nach Athen fließen, für alle, die irgendwie hier Waren handeln wollen und transportieren wollen und so weiter. Ne? Also der Krieg erfordert noch einmal äußerste finanzielle Anstrengungen. Und in der Stadt, in Athen, ändern sich langsam aber wieder die Verhältnisse etwas. Und man ist mit dem Alkibiades nicht mehr so glücklich. Alkibiades steht einfach zu dieser Zeit für viele schwierige, vertrackte Situationen. Nicht nur die Tatsache, dass er ja dafür mitverantwortlich war, wie der Krieg gelaufen ist, sondern man hatte auch Rückschläge auf dem Festland erlitten. Der Hafen von Nisaia bei... jetzt muss ich nochmal gerade gucken... müsste bei Argos, glaube ich, gewesen sein, spielte damit rein, der Verlust von Pylos spielte mit rein und Alkibiades wagt es also trotzdem, wahrscheinlich bestärkt durch sein politisches Gefolge, nach Piräus zu segeln oder zu rudern und es gelingt seiner Anhängerschaft, für ihn ein phänomenales Klima zu schaffen in Athen. Man erhebt ihn sofort zum Hegemon Autokrator, also zum obersten Herrscher sozusagen, der allein verantwortlich herrschen kann und also somit sämtliche Richtlinien für die weitere Kriegsführung Athens bestimmen darf. Man verbindet mit Alkibiades dann, obwohl man nicht so glücklich, also die politischen Verhältnisse, ne, sind komplex in Athen, obwohl man zuerst nicht glücklich war mit ihm, verbindet man mit ihm jetzt doch die Hoffnung, dass man die Küste Ioniens wieder zurückerobern könne. Und man stattet ihn aus mit einer Flotte von 100 Schiffen und 1500 Hopliten. Das ist ein großes Kraftaufgebot, das Athen jetzt noch einmal stemmt. Und er fährt los Richtung Samos, um die Küste Ioniens wieder unter die Kontrolle Athens zu bringen. Shit, so, Samos. Samos. Da, Samos, hier, da. Da fährt er hin. Während Alkibiades also überlegt, wie er die ionischen Städte wieder zum Bund mit Athen, naja, vielleicht jetzt nicht nur überreden, sondern vielleicht sogar auch eben zwingen kann und also an Land geht und im Hinterland operiert, überträgt er das Kommando seinem Steuermann, der Admiralstriere, Antiochos heißt er. Und zur gleichen Zeit mobilisieren die Perser jetzt doch deutlich mehr finanzielle Unterstützung für die Spartaner. Sparta erhält jetzt die Unterstützung nicht nur in einem größeren Umfang, sondern eben auch mit entsprechender Regelmäßigkeit. Und was jetzt passiert, ist auch kontrovers bewertet worden, denn Antiochos hat jetzt nicht gerade eine rühmliche Rolle in dem ganzen Zusammenhang. In der Gegend operiert der spartanische Narch Lysandros und Antiochos, der fährt zu einer Spionagemission aus mit einem großen Teil der Flotte Richtung Ephesos. Und er fährt zu tief in den Hafen, also in dieses Hafengebiet von Ephesos ein
Der Lysandros schafft es, seine Flotte in Rekordzeit zu mobilisieren und ins Wasser zu schicken, die Trieren zu bemannen und sofort den Antiochos anzugreifen. Die Gesamtflotte flüchtet Hals über Kopf nach Samos zurück und 15 Schiffe gehen verloren. Also ist erheblich, ja. 15 Schiffe gehen verloren. Athen droht also noch einmal die Überzahl zu verlieren in dem ganzen Kontext. Und man hat also Antiochos Vorstoß auch dahingehend gedeutet, dass er vielleicht darauf drängen wollte, sich gegenüber Alkibiades zu profilieren, dass er in einem Anflug von Größenwahn vielleicht einen Angriff auf die Flotte von Lysandros riskieren wollte oder vielleicht sogar einen Angriff auf Ephesos selbst. Man wird mittlerweile in der Forschung eher dazu neigen, die Situation als eine verhängnisvolle Panne zu interpretieren. Diese Spionageaktionen mit Teilen der Flotte waren ja nicht unüblich. Es gehörte dazu, dass man den Feind ausspionieren musste, insbesondere auch nach Gelegenheiten suchte, um vielleicht in einer Überzahlsituation den Feind weiter zu dezimieren. Aber dass diese Situation nachher so katastrophal für Antiochos ausging, hat etwas damit zu tun, dass er auch einfach zu tief in den Hafen von Ephesos eingefahren ist und sich damit seiner Bewegungsfreiheit auch beraubte. Und für Lysandros einfach, der das offenbar gut hingekriegt hat, seine Flotte schnell zu wassern. Na, ihr erinnert euch ja dran, die Trieren müssen ja immer an Land gezogen werden, damit das Holz da trocknen kann. Ne? Und der schafft das einfach, seinen Leuten da schnell Dampf zu machen, dass sie da sofort im Wasser sind. Es kommen einfach viele verschiedene Faktoren zusammen, die nachher dazu führen, dass Antiochos 15 Schiffe verliert. Und das ist schon halt eben sehr erheblich. Ja, Alkibiades, der ist ja überhaupt nicht da, der ist gerade abwesend. Der wird jetzt für dieses Manöver verantwortlich gemacht. Und in der Volksversammlung verliert er dadurch tatsächlich seine Unterstützung. Und seine Feinde setzen sich bei der Strategenwahl im Frühjahr von 407 durch und Alkibiades verliert das Kommando. Wieder einmal entscheiden sich die Athener also, das Kommando zu wechseln. Hier jetzt aufgrund eines militärischen Misserfolgs, den man vielleicht Alkibiades jetzt nicht unbedingt eigentlich hätte ankreiden können. Aber die Stimmung in Athen, ihr merkt es ja immer wieder, ne, die ist sehr aufgeheizt und hitzig. Und auch das nächste Beispiel, was sich da in dem Zusammenhang ereignet, zeugt davon. Die athenische Flotte wird eingeschlossen und die neuen Athener Strategen haben jetzt die äußerst undankbare Aufgabe, dass sie ihre Mitbürger retten müssen. Athen rüstet noch einmal eine Flotte aus, 110 Schiffe. Die Bemannung erfolgt größtenteils durch Theten, aber eben auch, also ne, neben den, also den Bürgern, die die untere Zensusklasse stellen, sind auch Sklaven mit dabei, Reiter müssen auch eingesetzt werden und um diese Flotte zu finanzieren, muss man die Goldreserven oder Edelmetallreserven im Parthenon einschmelzen. Also die Athener mobilisieren noch einmal alles, was sie haben, um ihre Mitbürger zu retten. Die Schlacht verläuft allerdings wenig erfolgreich. Nur unter hohen Verlusten, ungefähr 2000 Mann, gelingt es den Athenern noch, ihre Bürger ja, mehr oder weniger zu befreien. Aber die Verluste sind einfach sehr erheblich. Und ein aufkommender Sturm, gegen Ende des Gefechtes, der sorgt tatsächlich dafür, dass viele Schiffbrüchige nicht mehr gerettet werden könnten und tatsächlich auch noch den Tod finden. Und warum ist das jetzt noch ein Beispiel dafür, dass die Stimmung in Athen so hitzig und emotional aufgeladen war? Die Strategen, die ihre Mitbürger befreit haben, werden trotzdem in Athen unter Anklage gestellt. 6 Strategen, darunter zum Beispiel Thrasylos, Perikles, der Sohn von Perikles. Also hier, den haben wir ja auch in unserer Fraktion. Also hier dieser Perikles hier, der hier noch 13 Jahre jung ist,
Die werden in einem Prozess, der auch äußerst tumulthaft verläuft, vor der Volksversammlung zum Tode verurteilt. Zwei Strategen sind gar nicht nach Athen zurückgekehrt. Und dieser Prozess sorgt auch dafür, dass man wieder die militärische Führung in Athen mehr oder weniger enthauptet, im wahrsten Sinne des Wortes ihnen das Haupt nimmt. Und der Prozess auch selbst ist eher ein Tiefpunkt in der Geschichte dieses Peloponnesischen Krieges. Ich würde auch sagen, da reden wir im nächsten Teil drüber. An der Stelle machen wir hier mal Schluss. Ich sag, macht's gut und Pax vobiscum, Valete.